Delhi. Das Herz Indiens. Delhi. Und im Herzen Delhis steht Qutub Minar. Der Turm sah den Aufstieg vieler Königreiche und ebenso deren Untergang. Dies ist eine Geschichte aus der Zeit, als die Mamluk, die Sklavendynastie, das Land beherrschten. Viele hundert Jahre vor dem Beginn der Mughal-Dynastie wurde ihr Weg von Sultan Qutbuddin Aibak im 12. Jahrhundert geebnet. Eine Zeit, in der Sklaven erbarmungslos gefoltert wurden. Es war nichts als Angst in ihren Augen, wenn sie wie Vieh gekauft und verkauft wurden. In dieser brutalen Zeit wurden Frauen als wertlos betrachtet. Dass eine Frau zur Herrscherin wurde, war unvorstellbar. Doch die Zeit veränderte sich schnell. Es begann mit einem Herrscher, der seine Söhne überging. Er hielt es für weiser, das Königreich in die fähigen Hände seiner Tochter zu geben. In den Geschichtsbüchern ist dieser gütige Herrscher als El-Tutmisch bekannt. Ich spreche im Namen unseres gnädigen Gottes. Dieses Königreich gedeiht durch seine Milde und bekommt seine Stärke durch eure große Liebe. Ich bin euer Sultan. Aber bitte glaubt mir, ich bin auch euer bescheidener Diener. Euer Glück ist mein Segen. Euch zu schützen ist meine Aufgabe. Heute ist die heilige Neumondnacht. Wir warten darauf, das heilige Neulicht zu erblicken. Ich habe beschlossen, meinem Volk zum Eid Mubara ein Geschenk zu machen. Fantastisch. Ich habe beschlossen, teure Goldstücke als Währung abzuschaffen und sie durch viel schlichtere Silberstücke zu ersetzen. Für eine Goldmünze erhaltet ihr im Tausch 10 Silberstücke aus der Schatztruhe. Ich verkünde hiermit, dass die ersten 4 ernsthaften Menschen, die mir Neuigkeiten über die Mondsichtung bringen, ganze 4 Silberstücke als Geschenk erhalten werden. Sie bekommen außerdem das Recht, einen ihrer Wünsche ganz frei von mir zu äußern. Uns allen gesegnete Neumondnacht! Königin Mutter, es scheint, als ob unser Volk die Veränderung des Sultans feierlich begrüßt. Wir können nichts gegen die Laune des Volkes tun.
Du musst vor mir die große Zuneigung des Volkes nicht betonen. Aber man kann nie genau vorhersagen, wann sich die große Zuneigung in reinen Hass verwandelt. Bitte vergebt mir, Königin Mutter. Was ist los? Diese neuen Silbermünzen könnten die Goldmünzen, die euer verstorbener Mann Sultan Uddin Aybak damals eingeführt hat, verblassen lassen. Es dauert nicht lange und das Glück wendet sich, Adila. Noch bis vor kurzem stand mein Mann unangefochten an allererster Stelle. Und nun steht das Glück auf der Seite des neuen Sultans Iltutmisch. Wenn Loyalität wechselt, dann wechseln auch die Herrscher. Ich werde mir die Vorbereitungen für das Fest ansehen. Friede sei mit euch. Und auch mit dir. Ich möchte dir was erzählen, meine Liebe. Du sollst mich anschauen, wenn ich mit dir rede. Ich bin nicht irgendein Haremsmädchen. Ich bin deine Mutter, Shamsha Begum. Natürlich. Seid mir gegrüßt, Mutter. Kutub, meine Liebe. Es scheint, du willst diesen Eid wirklich in großer Pracht feiern. Ja, natürlich. Ich habe diesen Tag schon seit vielen Jahren erwartet. Jetzt kann ich das Fest endlich nach so langer Zeit mit seiner Hoheit begehen. Und ich möchte nicht, dass etwas schief geht. All die Jahre war er entweder beschäftigt im Krieg oder in Lahore. Du hast recht. Die Herrlichkeit des Palastes erinnert mich an die Zeit von Kutub-ud-Din. Was ist, Mutter? Als ich gerade Vaters Namen sagte, seid ihr erschrocken? Ich fürchte mich nicht vor seinem Namen. Aber ich fürchte eure Arbeit. Was sollen diese Veränderungen, Kutub? Sie werden die Existenz deines Vaters in der Geschichte Indiens auslöschen. Was für ein Wandel! Mutter, da habt ihr Unrecht. Geduldet euch. Durch die Güte des Sultans wird Vaters Name auf ewig in den indischen Geschichtsbüchern geschrieben stehen. Sultan Kutbuddin Aybak braucht nicht die Hilfe eines Sklaven, um seinen Platz in der Geschichte Indiens zu finden. Er war ein Sultan. Und das wird er auch immer sein. Großmutter? Mutter? Friede sei mit euch. Großmutter, Mutter, schaut her, das schenke ich Vater zum Fest. Seht euch die Quarze an. Ich habe sie in Bad Kascha bekommen. Und diese Perlen sind aus Basra. Mein Gott, das ist wunderschön. Du bist unglaublich, Sasia. Du hast in so kurzer Zeit einen so schönen Kaftan genäht. Mutter, seht euch die Juwelen an. Die Fertigung ist so filigran. Es sieht aus, als ob es die Arbeit eines Meisters wäre. Wo
ist Prinzessin Razia? Liebt denn Razia ihren Vater so wenig, dass nur Sasia an dem Kaftan gearbeitet hat? Will sie ihrem Vater kein Geschenk machen? Vergesst es. Wie konnte ich eine Antwort erwarten? Sie wird mit ein paar Sklaven unterwegs sein, stromert durch die schmutzigen Straßen Delhis. Damit fügt sie dem Ansehen der Kutub-Dynastie Schaden zu. Adila! Bring Prinzessin Razia unverzüglich zu mir. Woran denkst du, Razia? Zu viel denken. Schwächt deine Entschlossenheit. Hast du Angst? Ist die Angst größer als die Liebe zu deinem Vater? Prinzessin! Warum sind wir hier? An diesem Ort wurden Sklaven zum Tode verurteilt und dem Tiger zum Fraß vorgeworfen. Prinzessin, lasst uns gehen. Ich fürchte mich so sehr. Ich habe auch Angst, Chanda. Aber ich muss ein paar Haare von dem Tiger für meinen Vater bekommen. Tigerhaare? Nein, Prinzessin, das könnt ihr nicht tun. Doch, Chanda. Doch, ich muss das jetzt tun. Ich will, dass ihr das Tor öffnet. Nein, Prinzessin. Dieser Tiger ist ein Menschenfresser. Seine Natur ist grausam. Er mag grausam sein. Aber mein Entschluss steht fest. Ich kann diesen Ort einfach nicht ohne die Haare des Tigers verlassen. Nein, Prinzessin! Wartet! Prinzessin! Ich, Prinzessin Razia, befehle dir, das Tor zu öffnen. Von deinem Fell. Bitte gib es mir. Komm. Passt auf, Prinzessin! Sei vorsichtig, Prinzessin!
Allah, hab Erbarmen! Ich bin nur knapp entkommen und ich hatte Todesangst. Ich weiß selbst nicht, wie ich das vollbracht habe. Ich habe meine Augen geschlossen, habe zur La gebetet und bin so schnell gerannt, wie ich konnte. Hier. Gehen wir. Aber wohin denn? Wir haben bis jetzt doch nur die Haare. Ich brauche noch zwei weitere Geschenke. Es ist nicht weit. Wir sind sozusagen schon da. Wenn ich noch einen weiteren Schritt gehe, dann falle ich auf der Stelle tot um. Warum in Gottes Namen sind wir in dieser Wüste, Prinzessin? Siehst du den Baum? Ich will eines seiner Blätter für Vater haben. Unser großer Sultan ein Blatt als Geschenk. Lass es mich zuerst holen. Dann verrate ich es dir. Oh Allah, nur Prinzessin Razia und du ganz allein? Seid euch wirklich bewusst, was ihr eigentlich vorhabt?